Hallo Huberwatt-Freunde, heute möchte ich euch was richtig Geiles zeigen. Auf unseren Smartphones befinden sich tausende Bilder von unseren Hunden. Und wir hängen keins davon auf. Und ich habe euch etwas mitgebracht, da kommt nicht nur ein Foto rein, sondern der Pfotenabdruck von eurem Hund. Und zwar hier. Auf diese Seite kommt das Foto eures Hundes und auf diese Seite in den Schaum kommt der Pfotenabdruck. Und das ist doch wohl mal ein richtig geiles Geschenk. Das Ganze bieten wir an in der Version Holz, Farbe Schwarz. In der Version Holz, Farbe Weiß. Und in der Edelvariante Edelstahl. Die Variante Edelstahl unterscheidet sich von den anderen beiden nicht nur aus dem Rahmen, sondern liefern wir hierbei sogar eine Abdruckmasse dazu. Der Pfotenabdruck eures Hundes wird mit einer Gießmasse ausgegossen und als 3D-Effekt dann hinter das Glas gebracht. Und wie das funktioniert, das zeigt euch jetzt Marcel. Wenn ihr den Karton bekommt und diesen öffnet, findet ihr als allererstes die Gebrauchsanweisung. Direkt darunter habt ihr schon den bestellten Rahmen, entweder in Weiß, Schwarz oder mit Edelstahlfront. Wenn ihr dann den Boden herausnimmt, findet ihr die Reliefgießmasse, einen Pinsel, das Schleifpapier, einen Messbecher mit enthaltener Linie, dazu zwei Steckrahmen aus Pappe, mit denen ihr hinterher den Gipsabdruck ausgießen könnt. Das sind schon die Inhaltsstoffe. Wenn ihr anfangen möchtet, dann nehmt ihr als erstes die Rückwand heraus. Dazu nehmt ihr die Metallstifte und biegt diese nach oben und entnehmt die Rückwand. Direkt dahinter findet ihr zwei Schaumplatten, in diesem Fall sind die in Grau. Unser Expertentipp für den perfekten Abdruck. Wenn ihr einen sauberen Abdruck haben möchtet, dann ist es am besten, wenn ihr den Hund in einem ruhigen Moment erwischt. Das heißt, am besten könnt ihr das machen, wenn der Hund gefressen hat oder wenn er schon Gassi war. Wenn ihr jetzt euren perfekten Abdruck schon auf der Schaumplatte habt, dann nehmt ihr euch den Steckrahmen zur Hilfe. Biegt die Ecken ein wenig zur Seite, sodass ihr die Form besser behalten könnt. Wie ihr den zusammensteckt, seht ihr hier einfach die beiden Dreiecke ineinander. Dann legt ihr den um die Schaumplatte herum und drückt ihn bis zum Boden ein. Es ist nur ein ganz kleiner, schmaler Grat, in der rausguckt, aber mehr braucht es nicht. Also nicht zu weit rausschauen lassen, sondern ruhig bis zum Boden drücken. Dann nehmt ihr die Gipsmasse. Dazu ein handelsübliches Leitungswasser. Und nimmt den Messbecher dazu. Bis zur Linie einfüllen. Und jetzt einfach in die Dose kippen. Den Schraubverschluss schließen. Und jetzt kräftig schütteln. Damit Gipspulver und Wasser sich optimal verbinden, müsst ihr die Dose nun 20 bis 30 Sekunden lang kräftig schütteln. Nur so ist eine perfekte Weiterverarbeitung gewährleistet. Nach dem Schütteln dreht ihr die Dose vorsichtig auf. Das Pulver und das Wasser sind jetzt zu einer flüssigen Einheit geworden und ihr könnt den Pfotenabdruck nun ausgießen. Achtet dabei darauf, dass die Masse genau bis zum oberen Rand des Steckrahmens ausgefüllt wird. Es kann sein, dass etwas von dem Gips übrig bleibt, da wir die Masse so ausgelegt haben, dass auch größere Pfotenabdrücke abgegossen werden können, die natürlich etwas mehr Gips benötigen. Nach 60 Minuten hat das Warten ein Ende und der Gipsabdruck ist nun getrocknet und fertig zur weiteren Bearbeitung. Löst zuerst die Schachtel und den Rahmen vom Gipsabdruck. Jetzt könnt ihr den Schaum mit den Fingern grob ablösen. Es kann sein, dass sich am Rand ein kleiner Gipsrahmen gebildet hat. Diesen könnt ihr ganz einfach mit den Fingern abbrechen. Wo ihr mit den Fingern nicht mehr weiterkommt, nehmt ihr den Pinsel zu Hilfe. Mit dem Pinsel könnt ihr die restlichen Schaumreste komplett entfernen. Wie ihr seht, habt ihr innerhalb von wenigen Minuten mit minimalem Aufwand einen fertigen Gipsabdruck erstellt. Mit dem grauen Schaum und den entsprechenden Rückständen hat er einen modernen Industrietouch. Ich persönlich mag den Abdruck allerdings so am liebsten und setze ihn daher auch so in den Rahmen ein. Das Foto platziere ich auf der einen Seite und den Abdruck auf der anderen. Hinter das Foto lege ich die nicht genutzte Schaumplatte, damit das Bild später im Rahmen nicht verrutscht. Jetzt greift ihr euch die Rahmenrückwand, setzt diese ein und biegt die Metallstäbe wieder runter.
Und tada, fertig ist die perfekte Erinnerung.